Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier der Karte Römarsch Version 2.7. Tja, jetzt läuft einmal die Übungwerte und ich werde heute jetzt sofort zum Händler gehen. Beziehungsweise, ja, wir gehen zum Händler. Ja, machen wir vor Ort. Ja. Und wir kaufen heute zwei Rübenroder. Und zwar für Feld Nummer 65 beginnen wir. So, hier ist keiner da. Gut, okay, bedienen wir uns alleine. So. Ja, so. Rübentechnik. Wir haben jetzt schon den Holmer da. Holmer. Ich habe einen Mod. Einen haben wir schon. In dem nächsten auch. Also ich habe ja die roten genommen bis jetzt. Also rot. Ich glaube, dieses Rot. Entschuldigung. Bäuerchen. Und leicht Glück auf. So, Entschuldigung mal noch für. Na. Wir kaufen ein. Kostet eine halbe Million fast. Ist ja kein Problem, ne? Die haben wir was verkauft. Und da ist er. Das ist hier nur ein Bild. Wir kaufen noch ein. Brauche ja für die große Feld mindestens zwei. Also das wird dann schon drei. Entschuldigung, drei. Das auf jeden Fall. Dann haben wir noch, dann brauchen wir für den Prinzip den HR12. Zwei Geräte. Kartoffeltechnik, Rübentechnik. Den HR12. Das hier Multifrucht. Rüben, Zwiebeln, ja, ich wollte sagen Bambus, nee, Zuckerrohr. Das ist der ohne Mod, also und hier im Mod. Das scheint alles das gleiche zu sein, also Rüben, Kartoffeln, also ob das so zu erkennen ist, wahrscheinlich ist ein Symbol drauf. Der kann hier Rüben. Da Kartoffel. Ja, okay. Gut, wir nehmen für Rüben, ne? Bleibt hier auch irgendwo ein Symbol. Ich meine, Rüben und Kartoffeln ist ja ein großer Unterschied. Denn Kartoffeln müssen ja aus der Erde rausgegraben werden, mehr oder weniger. Und die Rüben müssen mehr oder weniger nur rausgezogen werden, ne? Wir nehmen ja auch diese schönes Rot. Ne, Käse nicht. Merkesten Ferguson, ne? Ja, so geht also für Rüben, ne? 15 km/h. Kaum, zwei Stück brauchen wir noch. Gut, zurück. Gekauft haben wir. Das ist ja nicht mal eine schöne. Ja. Wir werden nächstes Jahr mehr Rüben anpflanzen. Also öfters. Mal schauen wo. Ich weiß es noch nicht genau. Ne, so schön. Zack. Fertig. Foto gemacht, ne? Bei Kettle und Kopf hat jetzt also gehackt. Ja, aber hier hackt es nicht, ne? Gut. Neue Errungenschaft, ne? Ja, normalerweise so eine Fahrzeuge, denke ich mal, werden bestellt. Und nach gewissen Lieferfrist auch geliefert. Wie gesagt, das es ist nicht so, dass man das gleich von der Stange kriegt, ne? Auch wir liefern von Pöttinger das allermeiste auf Bestellung. Die allergrößte Maschine, das einzige, was in Serie herstellt, ist die Grastechnik. Da stellen wir aber auch so her, etwa so wie der Bedarf ist. Also wenn Bedarf dann entsprechend ja, gedeckt wird, das produzieren wir nach, ne? Dann gibt es Nachschub. So, wie, also ich fahre jetzt um. Dann mal gucken. Ich muss dahin. Also ich muss sagen, die Brücke ist fertig. Dann fahre ich hier links und dann rechts. Achso, okay. Könnt ja auch mit Dings fahren lassen. O-Drive. Aber bis auf Rügen geht hier nichts, ne? Und wir frei.
Nicht gut. Denn, naja gut, ich habe noch einen Tag Zeit, zwei Tage noch für die Rüben. Ja. Mal beobachten, ne? Der eine ist voll, der zweite ist voll, der dritte ist Blocking. Ist aber auch voll. Der einzige Arbeit ist der Milchfahrer. Übrigens, die Ballen sind gepresst und fertig. Ich muss mal sehen, was ich dann morgen, also heute nicht mehr, die nächsten beiden Wiesen, drei Wiesen noch mache, ne? Also, ich sag mal, auch die Silage bringt ein bisschen Geld ein, ne? Ist ja so. Ja, Folge Nummer 5. Ich wünsche allen einen schönen Freitag. Und für morgen ein gutes, schönes rutschendes Wochenende, ne? Also für heute schon, ne? Ein rutschendes Wochenende. Stressfrei war Möglichkeit. Stress liebe ich auch nicht. Und mal vorweg, mal schönen Dank fürs fleißige Reinschauen. Es hilft ungemein. Je mehr Klicks, je mehr geschaut wird, umso mehr werde ich vorgeschlagen für weitere zukünftige Zuschauer. Hoffe natürlich drauf. Klingt banal, aber ist halt so, ne? Man macht es ja irgendwo für was, ne? Nicht für Geld, das ist alles kostenlos. Aber irgendwo hat man doch ein Ziel und das darauf arbeite ich hin. So ein kleines Wachstum. Monat für Monat, wenn das so sehen ist schon schön. Schade mir, dass heute, nee, Gott, heute nicht, vor drei Tagen oder so, kurz einer da und einer weg. Gut, weiß nicht warum, aber ist halt so, ne? Abonniert man nicht, ne? Kann ja sein, dass er sich überlegt hat. Gut möglich. Gesperrt hat sich im Prinzip keiner bis jetzt. Also, ich muss mal ganz gucken hier. Milch abfahren klappt. Das ist gut. Unsere Rübenfuzzis. Ich sag mal so, unsere Fahrer sind die. Und fällt es keiner. Sind die bei der Fabrik? Haben die sich da irgendwie zu nahe gefahren? Einer steht. Stehen alle, ne? Das ist. Ist ja nichts, das ist perfekt, ne? Klar, wenn einer steht, da geht es hier nicht weiter, ne? Hat sich, ja, warum geht das nicht weiter? Wenn einer blockiert, die anderen drei oder die anderen beiden auch blockieren, ne? Das darf nicht passieren auf 1265. Junge, das wäre die Katastrophe. Kontrolle, die anderen beiden das gleiche haben. Das kommt ab und zu mal vor, ich weiß nicht warum. Dann wollen die nicht so recht. Natürlich muss ich wieder einstellen. Ob es an Traktor liegt, an Anhänger, ich weiß es nicht. Muss ich mal schauen, dass ich drei Abfahrer hinbekomme mit drei gleichen Traktoren, ne? Dann kann ich diesen einen Fehler ausschließen. Kann, muss aber nicht. Es kann nicht am Traktor liegen oder so, könnte sein, aber einige Fahrzeuge mag auch Reifen nicht. Warum und weshalb, keine Ahnung. Wird gesagt, ob das so ist, weiß ich nicht. Muss geflügt werden, davon bin ich klar. Das ist eher das Problem, also Problem, naja. Ich sag mal, wenn die ganze Grasernte vorbei ist, dann haben wir auch Fahrzeuge. Jetzt extra einen Traktor kaufen dafür. Nee. Das muss nicht sein, ne? Fahren wir jetzt richtig? Die Frage, ne? Ich glaube eher nicht. Wir müssen links. Die andere Richtung. Ach, wir können über das Feld fahren, das ist eh geerntet.
nicht geerntet wäre, könnte man nicht fahren. So, Gegenverkehr. Aber gut, dass man muss immer wieder mal schauen. Ne? Dafür ist der Inspektor oben links. Also perfekt, ne? Du, lass mich zuerst vorbei. Wenn man viele Fahrzeuge hat, die fahren, ist es ganz gut, wenn man das Überblick hat, ne? Die Drescher müssen auch noch zurück zu hoch gefahren werden, aber das kommt später. Das ist nicht so dramatisch. Das wird dann später gemacht. Wir fahren erstmal Richtung Feld 65, um da schon mal die Fahrzeuge zu haben. Ne? Vielleicht kaufe ich auch einen vierten dazu. Aber ich denke mal, drei müssten reichen. Denke ich mal. Na, das haben wir extra gekauft dafür. Diese Rüben. Zucker. Ja, Bäcker habe ich längerfristig vor, aber Bäcker nutzt mir nur was, wenn wir da entsprechend auch Mehl haben. Ne? Ich denke mal, Mehl, wenn wir genug herstellen können. Weizen und Gerste habe ich da. Geplant ist auch, dass ich von Thüringen das entsprechend importiere. Ne? Ich exportiere hier Dünger zum Beispiel. Kuppel hat gereicht, der Kompost, ne? So. Das Feld rechts, das große, ist auch mal ein Ziel, aber wie gesagt, da muss ich mal sehen. Ja, das Geld mal reicht, ne? Auf Rüben Feld muss ich mal sehen, was ich da nächstes Jahr rausbringe. Wahrscheinlich Hopfen. Und dann muss ich sehen, Rübenfeld, wo ich das mal entsprechend mache. Das weiß ich noch nicht genau. Da wo die Sonnenblumen sind auch Hopfen rauf. Hopfen ist ja so eine. Da brauche ich ja viel, ne? Ja, unser Mähfahrer. Warum fährt er da lang? Achso, er will. Chip-Tuning? Oder hat er getankt? Nö, normalerweise. Wieso fährt er jetzt hier lang? Fahrzeughändler, Junge, du musst. Nein, Feld 7. Hab doch nichts verstellt. Steht im Weg, ne? Typisch. Ich habe mich schon gewundert, wieso fährt er hierher. Jo. Klar, wenn er Fahrzeughändler steht, ne, dann geht's dahin. Warum auch immer. So. Auf geht's zum stell mal ein jetzt, ne? Feld Nummer 58 oder 65 war es gewesen, ne? Kann aber sein, dass er vorne Probleme macht, ne? Dass da wir werden nämlich jetzt anfangen mit den nächsten Wiesen, und zwar Feld 24. Das muss gemäht werden. Kursgenerierung, Feld 24, Vorgewende mal durch 2. Wenn es annimmt, 10 Meter. Dann ersten Wegpunkt einstellen, weil das muss gemacht werden, sonst haben wir irgendwann mehr. Kommen nicht hinterher. Das ist das nächste Feld. Das ist die Feld Nummer 23. Kursgenerierung. 23, Vorgänge 2. 10 Meter. Er misst immer die Breite, was er gerade aktuell vorne hat oder hinten
beim Hochklappen hat. Wenn der untere Klapp wäre, dann wäre das nicht das Problem. So. Das hat das erledigt. Dann werden wir gleich mal ein Schwatter. Feld 24 schicken. Zack. Das ist das Schöne dabei, ne? Da kann man schön delegieren, ne? Den nächsten auf Feld Nummer 23. Geht's. Übrigens auch die beiden Ballenpressen schicke ich jeweils ins Feld hin, und zwar gehst du auf Feld 24. Das ist im Grunde egal, einer von den beiden muss dahin. Da bleibt noch Feld Nummer. Wo schicke ich den jetzt hin? Kann sein, dass jetzt mal der auf Feld 24 jetzt. Also ich glaube, ich habe doppelt gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hoffen wir das Beste, ne? Und wenn nicht tragisch, schicken wir wieder los. Ne? So. Error. Das wollte ich nicht zeigen. Aber gut, nicht tragisch. Ist ja nicht so was Geheimes, ne? So, dann wollte ich gucken. Fetter Bruder hier. Ich brauche dringend Abfahrer. Drei Abfahrer habe ich jetzt hier. Ich brauche weitere. Ich brauche weitere Abfahrer. Brauche drei. Mindestens noch zwei. Einer war gewesen hier. BGH. Nicht den Memme voll tanken. Die Rühmtutzel werden wir abkippen. Oh, kriegen wir da noch rein. BGH ist ja im Prinzip über Ball, ne? Ganz voll. Dann hauen wir die mal ins Lager rein. Und dann werden wir voll tanken. Also der ist als Abfahrer nicht geeignet. Zu langsam. Durchdrehende Reifen. Wieso durchdrehende Reifen? Nur wieder eingreifen. Wieder nicht da. Was wollte ich verkaufen? Ja, gut. Wird da den Deich gesetzt, ne? Gut, aller Anfang ist schwer. Ich liege im Heu rum. Ja, gut. Schwierig. Also den Hänger können wir benutzen, der hat genug Platz für Rüben, die richtige Höhe. Aber den Traktor, das ist eine, naja, Zumutung, ne? Das geht nicht. Aber du schau, das sollte schon wieder für heute gewesen sein. Und noch tschüss, ciao. Und noch ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Jo, morgen geht's hier weiter, hier. Der Marsch mit der Arbeit. Jo, wahrscheinlich. Ja, Rüben auf jeden Fall, Gras mähen und später schwatten und pressen. Aber eher das für Sonntag pressen und so, ne? Also eine Wiese nach der anderen. Wir machen zwei Wiesen zur gleichen Zeit. Aber nur kein Stress, ne? Tschüss, ciao. Und wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin mal wieder. Tschüss.